Als ich Volvo angesprochen habe, dass ich mit einem elektrischen Auto mit einer Akkuladung nach Afrika und zurückfahren will, da haben die natürlich ein bisschen komisch geguckt. Kann ich auch verstehen. Als ich es ihnen erklärt habe, wie das laufen wird, fanden sie die Idee klasse und haben gesagt, ja super, machen wir mal. Hier hast du unseren XC40, voll elektrisch. Dachte ich, gut, okay. Volvo ist aber bei mir eigentlich in meinem Hinterkopf immer so ein bisschen gebrandmarkt als das langweilige Auto. Ja, mein Biolehrer fuhr so einen riesen Kombi aus, ich weiß nicht, das war irgendwie auch eine Geschützlafette oder sowas gewesen. Jedenfalls, Volvo war immer, war sicher, aber langweilig. Und nun dachte ich, ist das das richtige Auto, um nach Afrika zu fahren? Wir heißen ja schließlich Tech und Fun und wir wollen nicht nur Technik vorstellen, sondern wir wollen ja auch Spaß haben. Und wollen wir so ein langweiliges Auto da haben? Aber ich habe die Herausforderung angenommen. Und nun wollen wir mal gucken, was passiert, wie er sich hier so anstellt auf der Fahrt nach Afrika und zurück. Viel Spaß! Ja, das ist der Volvo XT40, mit dem ich jetzt nach Afrika aufbrechen werde. Koffer sind gepackt. Der Arzt hat gesagt, alles in Ordnung, du schaffst die Tour. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit einem Volvo elektrisch mit einer Akkuladung nach Afrika fahren können, von Berlin aus und wieder zurück. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Also beeindruckend finde ich auf jeden Fall, dass Volvo hier sehr viel Wert auf sportliche Abstimmung und Fahrleistung gelegt hat. Und selbst in der Sicht nach hinten hat man sich an Lamborghini erinnert, weil das ist schon eine Schießscharte, muss man sagen, ne? Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. So, ich bin kurz vor Afrika und das Wetter ist perfekt. Aber wollen wir mal sehen, wie es in Afrika so aussieht heutzutage. Lassen wir uns mal überraschen. Ein paar Kilometer noch. Rechts abbiegen auf Afrika. Rechts abbiegen, dann kommt Afrika. Oh, das ist aber eine sehr kleine Straße. Hoppala, Afrika, wir kommen. Und da ist es. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Da sind wir. Wir sind in Afrika. Wir sind in Afrika. Ich fahre einmal durch Afrika, ganz Afrika durch. Wir werden freundlich begrüßt. Wir fahren einmal komplett durch Afrika. Überraschend grün hier. Überraschend grün. Afrikas hätte ich mir jetzt ein bisschen sonniger vorgestellt. Du hast das Ziel erreicht. Danke. Ich bin in Afrika. Wow, hier geht's aber ab. Wow. Und Wendeplatz von Müllauto. So. So, also, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier in Afrika mit dem Volvo. Und wir sind einmal komplett durchgefahren. Es war sehr komfortabel. Ich habe es mir ein bisschen sandiger vorgestellt. Es ist sehr grün hier. Auch die Wildtiere kenne ich auch ein bisschen anders. Also die Big Five habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es war ein sehr interessanter Trip nach Afrika. Volvo hat mir viel Spaß gemacht. Das erste Mal, das war noch im Stand, weil ich habe hier überall Kameras eingebaut. Hier und an der Decke im Dachhimmel ist noch eine Kamera. Und da habe ich hinten gesessen. Und das Lustige war halt eben, das Auto hat wahrscheinlich irgendwann gedacht, ach, das ist keiner mehr da oder so, und hat die Türen verriegelt. So saß ich hinten drin und kam nicht mehr raus und musste hier ein bisschen rumkrabbeln, um dann das Türschloss hier zu entriegeln. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, halt eben, weil da sind ein paar Passanten vorbeigelaufen. Das war so in der Nähe der Schlossstraße. Die haben ein bisschen komisch geguckt, aber naja, es geht ja um Spaß. Mit einem Volvo keinen Spaß haben kann, wa? So, 3, 2, 1 und los. Und
Yeeha! Der macht richtig Spaß hier, der Volvo. So. Meine Fresse, der zieht aber auch nicht die Gurte an hier, mein lieber Mann. Was hätte man nicht vermutet, dass ein Volvo so viel Spaß machen kann. Juhu! Mein lieber Mann. So, noch eine Runde. Und einmal andersrum. Na gut, so richtig durchdrehen will er nicht. Aber der geht schon richtig gut, kann man gar nicht anders sagen. Hui! Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das macht ja auch dem Biolehrer Spaß. Donnerwetter! Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Temperament in einem Volvo steckt. Mein lieber Scholli. Gut gemacht. So. Also man kann mit einem vollelektrischen Volvo XC40 von Berlin nach Afrika fahren und zurück. Und das Ganze mit nur einer Akkuladung. Hat er geschafft. Man kann mit ihm ordentlich durch den Dreck fahren. Hat er auch geschafft. Was mich gewundert hat, fast begeistert hat, ist, dass man mit diesem Volvo in meinem Kopf immer noch langweiliges Auto von meinem Biolehrer, man kann mit einem Volvo enorm viel Spaß haben. Und das ist etwas, was ich gelernt habe.